Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Baafmo-Video. Freunde, heute gibt es wieder eine neue Folge unserer 12-Fakten-Serie. In der heutigen Episode geht es um den hochwertigsten BMW aller Zeiten, den BMW Z8. Wenn ihr wissen wollt, welche interessanten Fakten es zum Z8 gibt, dann bleibt bis zum Ende des Videos dran. Also Freunde, los geht's! Der erste und letzte seiner Art. Nachdem der BMW Z3 sehr gut angenommen und massenhaft verkauft wurde, entschied sich BMW mit dem BMW E52 den ersten Z8 auf den Markt zu bringen. Der Z8 sollte die Z-Reihe noch weiter etablieren und auch im Oberklasse-Segment einen Bedarf decken. Leider ging die Rechnung nicht auf und so wurde der Z8 auch vorerst zum letzten seiner Art. Das erste echte Retro-Neufahrzeug. Da BMW mit dem Z8 im Oberklasse-Segment mitmischen, aber gleichzeitig etwas Exklusives anbieten wollte, orientierte man sich designtechnisch beim legendären BMW 507. So war der Z8 nicht nur ein Retro-Neufahrzeug, sondern auch gleichzeitig der offizielle Nachfolger des BMW 507. Echte deutsche Handarbeit. Der Z8 war der hochwertigste BMW, der jemals gebaut wurde. Er wurde nämlich in mühevoller Handarbeit produziert. Aber nicht nur der Herstellungsprozess war kostspielig, auch bei den Materialien nahm BMW das Feinste vom Feinsten. So waren der Rahmen, die Karosse und etliche Teile des Innenraums aus hochwertigem Aluminium. Ein Undercover M. Der BMW Z8 kam nur mit einem einzigen Motor auf den Markt. Unter der Haube eines jeden Z8 werkelte nämlich der 5 Liter V8 aus dem BMW M5 E39. Mit 400 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment hatte man mit dem Z8 also nicht nur einen BMW der Oberklasse, sondern technisch gesehen auch ein echtes M-Fahrzeug. Der letzte deutsche Bondwagen. Nachdem BMW die Ehre bekam, für den Film James Bond 007 GoldenEye zum ersten Mal in der Geschichte der Filmreihe ein deutsches Bondfahrzeug zur Verfügung zu stellen, ging man im Jahre 1999 noch einen Schritt weiter. Denn in Die Welt ist nicht genug stellte BMW den Z8 als drittes und bis heute letztes deutsches Bondfahrzeug zur Verfügung. Seinerzeit weit voraus, der BMW Z8 war das erste Fahrzeug der Welt mit Voll-LED-Rückleuchten. Das Design und die Lichttechnik der ultraflachen Rückleuchten setzten den Grundstein für die heutige LED-Lichttechnik in der Automobilbranche. Keine 4 Jahre auf dem Markt. Von März 2000 bis Juli 2003 konnte man den Super Roadster bei BMW bestellen. Somit wurde der Z3 genau 3 Jahre und 5 Monate gebaut und belegt damit Platz 2 der am kürzesten gebauten BMW-Reihen aller Zeiten. Der seltenste BMW Roadster der Neuzeit. Der BMW Z8 hat sich während seiner Bauzeit insgesamt 5703 Mal verkauft. In Deutschland wurden 1688, in den USA 2543 und im Rest der Welt 1472 Einheiten verkauft. Damit ist der BMW Z8 der seltenste BMW Roadster der Neuzeit. Ein naher Verwandter. Neben BMW bot auch der Autobauer Alpina den Z8 als Alpina V8 Roadster an. Der V8 Roadster hatte weniger Leistung und weniger Hubraum als das BMW-Modell. So kam er mit nur 375 PS und 4,8 Liter Hubraum unter der Haube. Insgesamt wurde der V8 Roadster 555 Mal gebaut. 450 Einheiten gingen in die USA und die restlichen 105 Einheiten waren für Europa reserviert. Volle Hütte. Der BMW Z8 wurde serienmäßig mit einer Vollausstattung verkauft. Leder, Xenon, Sitzheizung, Klima, LED-Technik, Alarmanlage und vieles mehr waren also ab Werk an Bord. Sehr untypisch für BMW-Fahrzeuge war zum Beispiel auch die Tatsache, dass selbst das Hardtop mit beheizbarer Heckscheibe zur Serienausstattung gehörte. Wer also einen Z8 kauft, kauft immer einen mit Vollausstattung. Design ist alles. Steve Jobs, der Gründer und ehemalige Chef von Apple, war ein großer Fan des BMW Z8. Ein Freund von ihm machte ihn erstmals auf den Z8 aufmerksam und argumentierte damit, dass das Z8-Design ebenso wie die Apple-Produkte zeitlos und revolutionär wäre. Wenig später kaufte sich Steve Jobs seinen eigenen Z8 und fuhr ihn knappe 25.000 Kilometer. Am 6. Dezember 2017 wurde Jobs Z8 für $329.500 versteigert.
Fast eine Viertelmillion. Der Z8 ist bis heute der teuerste BMW Roadster aller Zeiten. Der Neupreis für den serienmäßig voll ausgestatteten und in Handarbeit gefertigten Retro-BMW betrug damals 235.000 Mark. Bevor wir zum Ende kommen, noch eine kurze Info für euch. Seit kurzem ist unsere neue Webseite online. Zusammen mit unseren neuen Partnern werden wir euch geniale Angebote zu Ersatz- und Tuningteilen sowie speziellen Felgen und Reifen machen. Also schaut auf bavmo.net vorbei und besucht uns regelmäßig, denn weg ist weg. In Kürze starten die ersten Aktionen. Freut euch drauf! So Freunde, das war's mit dem Bavmo-Video für heute. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch freuen. Wer es noch nicht getan hat, kann unseren Kanal auch gerne kostenlos abonnieren. Vergesst auch nicht, unsere Webseite und unsere Social-Media-Kanäle zu besuchen. Falls ihr das letzte Video verpasst habt, dann klickt auf das linke oder rechte Bild. Also Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Eure Bavmo-Crew.